Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes Jagd Arsène Lupin. Und wir sind hier in Barnes Buchhandlung, um ein Buch zu finden über irgendwie Seefahrerei. Irgendwie hat er gemeint, es wäre in den hinteren Regalen. Ah, guck da. Das wird es wahrscheinlich sein. Bei seiner Rückkehr verwunderte er viele mit seiner Lust auf rohes Fleisch und seinem plötzlichen Speichelfluss, wenn ich zitiere seine Haushälterin, hiesige Studenten oder uniformierte Wehrpflichtige das Wohnzimmerfenster passierten. 2 Jahre danach stürzte er zu Tode, als er den Wetterhahn auf dem Glockenturm von Edinburgh mit einer Skulptur zum Duell forderte, die er aus Ton- und Holzspänen hergestellt hatte und welche die Kreuzung des Herzogs von Kent mit einem Igel darstellen sollte. Ich weiß nicht, ob das schon wichtig ist, weil das so mittendrin anfängt, oder ob das für uns erst hier unten wichtig wird. Horatio Nelson, erster Viscount Nelson, der 1758 in Burnhamthorpe in Norfolk geborene Admiral Nelson, schrieb bedeutend an der Geschichte der königlichen Marine mit. Mit dem Auftrag Bonapartes Vormarsch nach Ägypten aufzuhalten, errang er 1798 in der Schlacht der Nilmündung den Sieg über die französische Flotte. Ohne sich lange auf seinen Lorbeeren auszuruhen, eroberte er 1799 Neapel von den Revolutionären zurück und wurde 1800 zum Herzog von Brond ernannt. Der Tod dieses beispiellosen Seemanns, der im Dienst für sein Vaterland bereits einen Arm sowie das Seevermögen auf einem Auge gelassen hatte, erfolgte im Moment seines größten Triumphes. Er starb beim Sieg über Admiral Villeneuve in der Schlacht von Trafalgar. Nelson siegte trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit. Dank eines Mutes und einer Kühnheit, die ihresgleichen suchen. Okay, ja. Wie ich immer erst verwirrt bin wegen den Sätzen und dann so, oh, okay, ja doch, es macht Sinn. Eine Anekdote zu Nelsons Charakter stammt aus einer früheren Schlacht, als der Flaggkapitän ihn auf das Signal des Kommandanten zum Rückzug hinwies. Admiral Nelson, überzeugt vom bevorstehenden Sieg, hielt ein Fernrohr an sein blindes Auge und sagte, ich kann das Signal nicht erkennen. Daraufhin kämpfte er weiter und errang den Sieg zu seinem Glück. Zu seinem Glück wurde der Witz? Lol. Aber schon lustig, ne? Oh, ich halte das an mein kaputtes Auge. Oh, ich kann das Signal nicht erkennen. Ups. Also er hat über einen Franzosen gesiegt. Wie war das hier mit dem Gedicht? In Frankreich weiß es ein jedermann, im Reich der Blinden braucht nur ein Auge für die Kron. Ihr seht uns verblendet als Blinde an eine äugig einarmig war der Mann, der uns stieß vom Thron. Ja, es geht um diesen Admiral Nelson, der gegen diesen Franzosen gewonnen hat. Bei Trafalgar. In der Tat, wir haben versagt. Hernach ist erneut versucht. Zuletzt unser Schicksal beklagt. Er war unsterblich und wir verflucht. Okay. Das spanische Gewand flattert stolz im Wind umhängt. Euch wie Tant wie ein unwissend Kind. Okay. Mal gucken, wie das weitergehen wird alles. Da ist mein Buch. Große englische Seefahrer. Ich bin zufällig auf dieses Buch gestoßen. Und ich hätte gern... Nein, lieber Dr. Watson, es tut mir leid, aber ich brauche jetzt ein wenig Ruhe. Auf Wiedersehen, Barnes. Och, Mann. Kann ich nicht mit dir reden? Ich bin ziemlich beschäftigt, Doktor. Entschuldigen Sie mich bitte. Ja, der benutzt 100 Pro. Man sieht doch, dass es dieses Buch ist aus dem Teil davor. Der fand das ja schon so faszinierend, als er es übersetzt hatte. Und ja. Ich würde ja sagen, das geht dann zu Sherlock zurück, oder? Würde ich behaupten. Oh, eine schwarze Tür. Kann ich da rein? Nein. Die Leute konnten sich einfach keine Tür leisten und haben sie schwarz angemalt. So, jetzt kann ich auch mal gucken. Also, irgendwo rein kann ich wahrscheinlich nicht, aber ich kann ja mal gucken, ob ich mit den Leuten reden kann. Okay. Das war eine sehr bedeutende Konversation. Nein. Ich habe keine Frage an Ihnen. Nicht? Warum nicht? So, sonst noch was? Hier ist nichts.
Den Bereich kennen wir ja hier. Hier haben wir auch schon mal in dem letzten Teil recherchiert und geforscht und was sehr Cooles eigentlich aufgedeckt im Grunde genommen. So, Sie her? Nein, ich habe keine Frage an ihn. Okay, also es bringt nichts, mit den Leuten hier zu reden. Ich dachte schon, ich wäre in einer verkehrten Tür. Uiuiuiuiui. So. Da ist Sherlock. Sagen Sie mir, Watson, was haben Sie erreicht? Wissen wir jetzt, was diese geheimnisvolle Unterschrift zu bedeuten hat? Was? Warum die Unterschrift? Ich habe doch gar nichts Unterschrift gesucht oder erfahren. Hä? Da, das Spiel verlangt jetzt schon Dinge, worauf ich keine Antwort habe. Ihre Absichten sind lobenswert, Watson, doch alles Wichtige ist Ihnen entgangen. Ja, natürlich. Ich will das nicht. Ich will mein Inventar. So. Dokumente. Wer hat da unterschrieben? Arseno Lotino. Ich habe echt keine Ahnung, was das bedeuten soll. Arseno Lotino. Ist aber auch nichts, ne, was darauf hindeuten könnte, oder? Ich weiß es nicht. Ich mache einfach mal Admiral Nelson. Ich habe zwar keine Ahnung, aber... Ups, ja. Admiral... Ihre Absichten sind lobenswert, Watson, doch alles Wichtige ist Ihnen entgangen. Ja, alles Wichtige ist mir entgangen. Wir haben doch gar nicht mehr. Wir haben nicht mehr, das ist es ja. Dann fragt er, mit der Dings. Keine Ahnung. Seefahrt. Was haben wir denn jetzt? Seefahrt. See. Wo ist das er da? Seefahrt. Ihre Absichten sind lobenswert, Watson, doch alles Wichtige ist Ihnen entgangen. Was bedeutet die geheimnisvolle Unterschrift? Ja, keine Ahnung. Wir haben bis jetzt nur ein Buch gelesen über den Typen, den er in diesem Gedicht erwähnt, um den es wahrscheinlich geht, aber keine, noch nicht mal in der... Eine Ahnung überhaupt, in was für eine Richtung es gehen soll. Ihre Absichten sind lobenswert, Watson. Boah, Sherlock, ich schlag dich gleich, wenn du weißt. Das ist dieses, das hatte ich schon das letzte Mal Probleme gehabt, im letzten Teil. Da ging das teilweise, da hatte ich eine Idee gehabt, wusste ich nur nicht, dass man Waschbär hier mit AE schreibt, obwohl ein L vorhanden war und solche Sachen. Aber ich habe doch gar keine Informationen großartig. Ein Witz. Witz. Ihre Absichten sind lobenswert. Also ich weiß es nicht. Weil wir haben Berichte sowieso keine. Dokumente haben wir nur den Brief. Daraus lässt sich eigentlich nicht lesen, was es mit der Aufschrift zu tun, mit der Unterschrift zu tun hat. Vielleicht Symbole der Erhabenheit. Ich weiß auch nicht, ob eine Zahl wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist es auch ein Schiff. Einmal Schiff. Wo ist es denn? Schiff. Ihre Absichten sind lobenswert, Watson. Nö. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Hinweise. Blind. Ups, ja. Nicht blink, sondern blind. Ihre Absichten sind lobenswert, Watson. Vielleicht bedeutet es auch nichts. Ihre Absichten sind lobenswert, Watson, doch alles wie...
Ich habe echt keine Ahnung. Das ist schon peinlich. Dass man in der zweiten Folge wahrscheinlich in die Lösung gucken muss, weil man einfach nicht mehr weiterkommt. Ich habe echt keine Ahnung. Was kann das bedeuten? Was haben wir denn an Informationen? Wir haben nur an Informationen, dass Arcelopa ein Meisterdieb ist, dass er eine andere Erscheinung, also hier so eine andere Identität. Vielleicht geht das ja an. Identität? Ihre Absichten sind lobenswert. Nein, okay. Da hat er ja die eine da verführt gehabt mit unter einem falschen Namen. Was weiß mir noch, dass er einen Brief geschrieben hat, wo er uns herausfordert. Und die Engländer hätte er ja alle für unkultiviert, außer Sherlock. Dem traut er halt was zu. Und er gibt ihnen halt die Möglichkeit, dann das Gedicht über diesen Nelson. Und über Nelson das Buch. Dass er dann eine bedeutende Schlacht gewonnen hat, dass er einen Arm verloren hat, auf einem Auge blind war. Ich weiß nicht, wie das helfen soll, auf die Unterschrift zu kommen. Arseno Lutino, was soll das denn? Andere Sprache? Latein? Andere... Guck mal, die Musik hat auch schon keine Lust mehr zu spielen. Ach doch, jetzt kommt sie wieder. So, andere Sprache. Oh Gott, ist das mühselig hier. Ihre Absichten sind lobenswert worden. Kriege ich nicht mal einen Hinweis oder so? Latein. Ich weiß ernsthaft nicht, was man da antworten soll. Ihre Absichten sind lobenswert, Watson. Doch. Nö, ich habe echt keine Ahnung. Ich muss nachgucken. Es tut mir leid, aber es geht nicht anders. Ernsthaft? Ich war eigentlich mit meiner ersten Antwort, die ich gegeben habe, auf dem richtigen Weg. Nur wollte der Sherlock kein Admiral Nelson, sondern Horatio Nelson. Oh nein. Anscheinend ist nämlich dieses Arseno Lutino nämlich nur so eine andere Anordnung quasi. Horatio. Ich finde das aber lustig. Der hätte dann Nelson schon akzeptieren sollen. Klar, das Horatio gehört auch da. Oh, jetzt kann ich noch nicht mal Nelson mehr schreiben. Na. Jetzt hallo. Mann. Nelson. Es handelt sich um ein Anagramm, Holmes. Die Buchstaben in Arseno Lotino ergeben den Namen Horatio Nelson. Diese Bestätigung kommt mir gelegen. Der Diebstahl hat zweifellos mit der Schlacht von Trafalgar zu tun, die seinerzeit von Admiral Nelson gewonnen wurde. Sehr zum Leidwesen der Franzosen. Nelson hat während der Schlacht einen Arm und ein Auge eingebüßt und ihm wurde ein Denkmal auf dem Trafalgar Square gesetzt. Der Brief sagt, das Objekt der Begierde würde an der Seite seines Meisters sitzen. Aber am Denkmal gibt es nichts, das man stehlen könnte. Wir müssten irgendwo einen Stadtplan haben. Vielleicht werden wir ja in der Nähe des Trafalgar Squares fündig. Ich fühle mich immer noch dezent verarscht. Admiral Nelson hätte auch reichen sollen. Ich hätte mal testen sollen, ob nur Nelson geht. Stadtplan? Da vielleicht irgendwo? Karten? Buch? Was ist da? Achso. Da ist er. Achso, das ist der Stadtplan. Stadtplan von London. Was ist Ihrer Meinung nach auf dem Trafalgar Square stehlenswert? Zeigen Sie es mir auf der Karte, Watson. Ja, da müsste ich die jetzt erstmal sehen, ne? Kann ich das hier sehen? Karte von London. Mitte, Osten. Oh Gott, wo war denn der Trafalgar Square? Ich guck mir einfach mal an. Die Bank von England, gegründet von den Schotten William Patterson. Sie wurde von einem alten Mithras-Tempel gebaut.
Sie beherbergt die Gräbe vieler berühmter Persönlichkeiten wie Admiral Lord Nelson, dem Herzog von Wellington und dem bekannten Maler William Turner. William Turner sagt mir sogar was. Ach, William Turner. Deswegen, wegen Flug der Karibik, da heißt nämlich auch eine Figur. William Turner. Festung und Gefängnis ihrer Majestät, Heim der sechs Raben, die das Königreich vor dem Untergang bewahren. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Oh, jetzt habe ich sie wieder so weggemacht. Mitte. Ein großes graues Steinbauwerk im Stil viktorianischer Gotik. Das Britische Museum. Ja, das würde ich ja mal sagen, ne? Wenn es sich am Trafalgar Square befindet. Wohnung von Holmes. Oxford Street. Piccadilly Circus. Da war ich auch schon mal. Genauso wie im Trafalgar Square. Buckingham Palace. Da war ich auch. Westminster Abbey. Yep. Yep. Ja, dann würde ich einfach sagen, hier, National Gallery, ne? Hier ist nur die National Gallery zu sehen gegenüber der Säule. Hm, wieso nicht? Unser Mann will ein Gemälde stehlen. Nur welches? Gehen wir, Watson. Besichtigen wir die National Gallery. Rufen Sie uns eine Droschke. Ich schicke Lestrade eine Nachricht, dass er uns dort treffen soll. Ja, aber ich werde erstmal keinen Schnitt setzen. Nein, nein, nein. Nein, ich habe vergessen, meine Stoppuhr wieder weiterlaufen zu lassen. Lestrade wolltest du treffen? Ich hab dir jetzt nicht mehr zugehört. Sherlock, oh mein Gott, es tut mir so leid. Nee, eigentlich kann ich doch über die Karte, ne? Ach, nein. Ach so. Ich muss eine Droschke finden. Ach so, ja. Entschuldigung. Upsa. Oh, was für ein Zufall, dass direkt vor der Tür plötzlich eine steht. Sie kommen wie gerufen, Lamb. Nehmen Sie mich und meinen Freund mit in die Stadt. Mit Vergnügen, Dr. Watson. Die Herrin, Miss Bromsby hat mir heute freigegeben. Ich warte auf Sie. Ja, Miss Bromsby kennen wir ja auch, ne? Aus dem zweiten Teil. Oh. Ach, ich bin wieder Sherlock. Das ist ja schön. So haben wir irgendwas zum Stehlen. Was für ein Chaos. Hä? Ich dachte, wir sind Sherlock. Und warum redet dann Watson? Zerbrechlich. Porzellan im Museum? Kunst ist kostbar, mein lieber Watson. Doch diese Kiste ist ungewöhnlich. Schätzungsweise 1 Meter an den Seiten mal 2 Meter. Ja, da befindet sich Asolo Pertrane. Der hat nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag sich dort drin aufzuhalten. Oh. Guten Abend, meine Herren. Ich heiße Sie in der National Gallery willkommen. Da heute ein so wunderschöner Tag ist, sind Sie die einzigen Besucher und werden es wohl auch bleiben. Für eine geführte Tour sind jedoch mindestens... Wir sind nicht hier, um uns den Schönheiten Ihres Museums hinzugeben, junger Mann. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Sherlock Holmes und das ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Sherlock Holmes? Der berühmte Detektiv? In der Tat. Es besteht Grund zur Annahme, dass das Museum beraubt werden soll. Vielleicht schon heute. Was? Ein Raub? Ich bin nicht sicher, aber es gibt einen guten Grund für diese Annahme. Wir haben Inspektor Lestrade von Scotland Yard benachrichtigt, der jeden Moment zu uns stoßen wird. Sie können versichert sein, dass wir uns in offizieller Angelegenheit hier aufhalten. Bis dahin können Sie uns mit Ihrem reichhaltigen Wissen erfreuen. Eines der Gemälde spielt dabei eine wichtige Rolle. Leider weiß ich nicht, um welches es sich handelt. Aber ich verfüge über Hinweise, die es einem Experten wie Ihnen ermöglichen sollten, es zu identifizieren. Ja, natürlich. Ich arbeite aber erst seit 3 Tagen hier. Genau genommen bin ich noch in der Ausbildung und hauptsächlich für Verwaltungsaufgaben zuständig. Es gibt doch immer ein Problem. Sagen Sie, ist meine Annahme richtig, dass es sich bei dem älteren der beiden Herren dort oben um den Museumsdirektor handelt? Ja, das ist Sir Poynter. Er wird Ihnen sicher eine größere Hilfe sein als ich. Leider ist er gerade sehr beschäftigt und es könnte noch eine Weile dauern. Aber diese Wand ist meiner Werke nicht würdig. Meine Werke sind eine Ode an Farbe und Licht. Es sind die Sterne und die Sonne selbst, die Sie mit Ihrem absurden Vorschlag zum Erlöschen bringen. Bitte verstehen Sie doch, Sir. Die Eingangshalle ist wechselnden Ausstellungen vorbehalten. Wir können den Raum jedoch ein wenig heller gestalten. Dann müssten Sie an der gesamten Decke Laternen aufhängen und natürlich nur feinstes Öl dafür verwenden. Auf keinen Fall Gas.
Außerdem bräuchten wir Spiegel, die das Licht reflektieren. Und natürlich einige schlichte Bilder, um die Kontraste herauszuarbeiten. Wir werden unser Möglichstes tun, Sir. Dennoch bestehe ich darauf, dass zumindest ein paar meiner Werke auf der Hauptebene ausgestellt werden. Gleich neben den großen Ausstellungsstücken. Aber unsere Räume sind bereits alle belegt. Und wie Sie wissen, repräsentiert jeder ein besonderes Thema. Zu viel Modernismus würde... Wie kann es zu viel Modernismus geben? Modernismus existiert doch gar nicht. Es gibt nur die Kunst. Und Kunst ist zeitlos. Kunst ist kosmisch. Sir, vielleicht sollten wir diese Unterhaltung in meinem Büro fortsetzen. Künstler, echt mal? Sie haben doch sicher ein Register, das alle ausgestellten Arbeiten mit einer detaillierten Beschreibung enthält. Ja, Sir Pointer hat es mir heute Morgen gegeben. Ich sollte mich mit der Sammlung vertraut machen, aber ich habe es verloren. Ich weiß, ich bin ein sehr nachlässiger Archivar, aber als ich einen Rundgang durchs Museum machte, traf das Bild ein, über das Mr. Pointer gerade spricht, zusammen mit Kisten voller Werke, die schnell archiviert werden mussten. Ein verlorenes Register. Was halten Sie davon, Watson? Wie war Ihr Name noch, Mr.? Palinor. Mein Name ist Palinor, Sir. Also schön, Palinor. Mein Freund und ich werden das Museum nach dem verlorenen Buch absuchen. Wenn Sie es auf dem Rundgang verloren haben und es sich nicht auf Ihrem Pult befindet, müssten wir es in einem der Ausstellungsräume finden. Warten Sie hier. Wir kommen wieder, wenn wir es gefunden haben, und keine Sorge. Von uns wird der Direktor nichts erfahren. Haben Sie vielen Dank, Sir. Ich werde wieder meiner Arbeit nachgehen und auf Ihre Rückkehr warten. Oh, aber ich kann noch ein paar Sachen Bauplan. Also ein paar Sachen. Ein Thema und ein Abschied. Sagen Sie, junger Mann, gibt es von diesem Gebäude einen Bauplan? Ja, natürlich. Ein Moment. Wo habe ich ihn nur? Ah, hier ist er. Okay, und Abschied. Auf Wiedersehen, Palinor. Ja, dann werden wir uns aber in der nächsten Folge erst dem Museum widmen und uns hier ein bisschen umsehen und gucken, was es für Gemälde gibt, werden uns ein bisschen fortbilden und vor allem in erster Linie das Register natürlich suchen und finden. Schade. Ich dachte, es würde schon direkt zu seinen Füßen liegen. Aber dem ist nicht so und ich bin sehr gespannt, wie dieses Museum aufgebaut ist, was wir hier so finden werden, um welches Bild es sich vor allem handelt, das... das Arsenlopa stehlen möchte. Bin mal sehr gespannt. Bis jetzt hatte ich ja einen sehr guten Einstieg. Ich habe ja gesagt, vertraut nicht auf mich, ne? Also, es ist ein großer Fehler. Jedenfalls, wie gesagt, die Folge ist vorbei. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, dann tschüss, eure Tai.